Hi Leute und willkommen zurück zu Pascal's Wager. Wir sind hier an meinem freien Mittwoch, einem noch freien Mittwoch. Gucken, wie das dann bald wird. Und wir sind gerade dabei, da zu diesem Ding zu laufen. Zu dem Koloss, zu dem Riesen, zu dem wie auch immer man den nennen möchte. Und ich glaube, ich wechsle jetzt erstmal auf Viola, denn ich glaube, wenn sie stirbt, ist das okay. Aber mit Terence kann ich, glaube ich, besser spielen als mit ihr. Obwohl ich ihren Spielstil sehr viel mehr mag, weil der viel kreativer ist als der von Terence. Was steht da? Oh mein Gott, das ist die Frau in Weiß mit dem Pferd. Die uns auf dem Friedhof schon ermorden wollte. Hat die einen Kopf dabei? Ah, das war's schon. Jenny! Mein Spitzname ist Jenny. Lange Geschichte. Vielleicht ein andermal. Erstmal laden. So. Oh mein Gott, das ist die Frau aus Elden Ring. Zu Pferd? Wie heißt sie denn? Solasta. Nee, Solasta ist ein anderes Game. Egal. Bang. Ach, die bleedet jetzt noch gar nicht. Die muss ich erstmal aufbauen. Okay. Der Bleedstack lädt. Oh Jesus. Ah, jetzt hab ich kassiert. Nachladen. Bang, bang. Bang, bang. Nice. Bang. Oh, keine Stamina. What? Oh, ich bin gestört. Jesus. Kann ich den nächsten Angriff ausweichen? Nice. Ich dachte, da kommt nichts mehr. Ah, ich habe keine Munition. Und ich habe einen Dot. Na, schnell heilen. Wir machen das schön gezielt. Okay, habe ich jetzt Zeit zum Nachladen? Bin mir unsicher. Oh, ich bin reingedodged. Ich habe genug Potions dabei, alles gut. Au. Allerdings habe ich nicht genug Potions dabei, wenn ich mich trotzdem von allem treffen lasse. Oh, ich treffe nicht. Oh, oh. Schlechter Zeitpunkt zum Nachladen. In den Arsch. Ich wusste, dass das passiert. Hang. Oh, jetzt oder nie. Das kann nicht gut sein. Ihr Kopf ist weggeflogen, nein! Sie besteht trotzdem nur aus Haaren, das ist jetzt nicht unbedingt gruselig. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich den Bleed-Effekt drauf krieg. Damit ich mehr kritte, aber das ist doch schwerer als gedacht. Ich komme nicht so wirklich gut ran. Oh, das war aber eine Menge Damage. Beidseitig. Also sowohl auf mich als auch auf sie. Okay. Hey, Kapitän Terence. Du bist dafür da, Damage zu machen. Holy shit! Nicht Damage zu kassieren. Okay. Bye. Ah. What? Okay, da war eine kleine Fläche auf dem Boden, auf dem Wasser. Da hätte man eventuell ausweichen müssen. Wer weiß. Macht ihr das nochmal? Ja. Nee. Doch. Heavy Attack! Noch einer! War zu greedy. Nee, doch nicht. Hier läuft. Oh, oh. Ich glaube, da will ich nicht drin sein. Oh, ich wollte an ihr dran sein. Oh, dadurch, dass sie das gecastet hat, als ich an ihr dran war, dachte ich, das wäre die falsche Entscheidung. What the fuck? Was? Ach, das kommt doch nochmal kreuz und quer. Ist vorbei. Oh, Gott. Oh. Ich habe irgendwie gedacht, das ist kein Angriff, obwohl er mich das letzte Mal schon gekillt hat. Ich gebe meine Knochensplitter aus. Und dann machen wir noch ein, zwei Levelchen. Ja, schön investieren. Hätte ich vorher schon machen müssen, jetzt aber wieder 40 verloren. Ist nicht so das große Problem. Einmal Stärke, einmal Geschick. Und dann gehen wir da wieder rein. What the fuck happened? Warum wurde ich von der riesigen Hand geschlagen? Ich dachte, da kommt ein Tornado. What? Hab ich übel erschreckt. Und dann war plötzlich auch der Kader von meinem Monitor. Er ist immer noch von meinem Monitor. Please, Kader. Geh weg. Keine Hand. Geh weg. Komm. Ja, geh auf meinen Schoß. Okay. Ja. Ja. Au. Oh, oh. Näher ran, näher ran. Oh, das war knapp. Viola ist tot. Viola lebt.
Miola ist am Leben. Die Frage ist jetzt nur... Oh ja, das sind die Tornados. Die habe ich erwartet. Konnte den trotzdem nicht ausweichen, offensichtlich. Oh Gott, ich dachte, das trifft mich jetzt. Und weg. Und weiter weg. Und wieder ran. Und wieder weg. Oh, es ist wirklich wie ein Elden Ring. Das ist ja awesome. Au. Oh mein Gott, der Damage. Bitte haben Sie Gnade. Gnade. Ui. Oh. Jesus. Stop. Ich komme davon, wenn man 0 HP skillt. Nein, fliegen Sie nicht weg. Kommen Sie zurück. Ich möchte Ihnen Schmerzen zufügen. Ah! Die ist echt fast. Oh! Die ist richtig fast. Ich würde sogar fast sagen, die ist furious. Ausweichen. Heavy Attack. Ausweichen. Heavy Attack. Und ausweichen. Nein! Ah! Jetzt krieg ich wieder Schaden. Okay, ich muss einfach nur ausweichen. Sofort ausweichen. Ja. Oh, oh. Greed. Woo. Stich. Oh, gewonnen. Nice. Ist es vorbei? Habe ich das Spiel hier durchgespielt? Das wäre ein richtig merkwürdiges Ende. Hallo, Viola. Viola! Ja, kein Wunder. Ich habe auch gerade alleine gegen diese Pferdefrau kämpfen müssen. I'm fine. She reminds you of Teresa? No, they're different. Sie sind different. Me! If Teresa, in the end, became a monster, would you continue? Natürlich würde er nicht. Der ist viel zu simp dafür. Ich meine... Ich könnte auch nicht, aber ich kann jetzt trotzdem Shit talken, oder nicht? Enough. Before I ever know the truth, I think I will keep going. Okay. I think I will keep going. Er ist sich also selber schon nicht sicher. Oh ja, gib mir Knochensplitter. Das Haupt des Ritters. Kondensierter Honig. Purpurrote Meteorfragmente. Jennys Ring. Das lesen wir uns natürlich jetzt erstmal durch. Wo sind denn die Sachen? Wahrscheinlich eher hier. Gerade Jennys Ring interessiert mich. Wir haben mittlerweile ziemlich viel Zeug, ne? Jennys Ring. Dieser Ring aus Hedgem mit seinen vielen kostbaren Erzen erstrahlt unter dem Licht des Giganten in einem weichen, gedämpften Leuchten. Er war ein Geschenk eines Ritters der Kirche, gleichwohl das Gelübde bisher nicht abgelegt wurde. Dann auf zum Giganten. Warte, was? Achso, ich dachte, ich soll da jetzt hin. Okay, das strahlt irgendeine Energie ab. Vielleicht kann man die ja benutzen, um daraus Strom herzustellen. Nicht verschickter Brief. Habe endlich einen Weg gefunden, die Sendrie zu bannen. Patrick. Jenny wird bald durch den dunklen Nebel schreiten und zu dir zurückkehren. Jenny wird bald durch den dunklen Nebel schreiten und zu dir zurückkehren. Ist das nicht schön? Aber was genau ist der dunkle Nebel? Womit haben wir es hier zu tun? Du willst doch... Na, der will keinen Blumentierknochen. Ah, der will Gesundheitstränke. Ich habe keine Gesundheitstränke, das heißt, ich muss nochmal zurückgehen. Nachdem ich jetzt am... Nein! Geh nicht! Mist. Respawnt er jetzt, wenn ich an den Altar gehe? Ausruhen? Ja, ja, ja. Ist er wieder da? Ist nicht wieder da. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich... Ah doch, da ist er wieder. Okay, ich gehe da kurz hin und dann gebe ich ihm die Gesundheitstränke und dann kriegen wir noch so ein Kristall. So, mein Gutster. Da hast du unsere HP. Ja, nice. Oh, so süß, wie der sich dann rollt. Auch wenn Frösche jetzt nicht unbedingt meine favorite animals sind, aber... Ist trotzdem echt ganz cute. Vor mir dieser Knubbelnase. Dieser Kartoffelnase. Ja, und jetzt gib mir meinen Kristall! Und den bringen wir dann Viola und dann kriegen wir hoffentlich was Cooles.
Auch wenn es ein bisschen weird ist, dass Viola die teilweise auch aufgesammelt hat. Und dann trotzdem sich freut, dass sie die geschenkt bekommt. Ist ein bisschen weird. Aber ist okay für mich. Die Verwelkten, Kriegsschaden, weiß ich nicht. Unter den Kirchenrittern sind diejenigen mit Streitäxten, die beeindruckend sind. Sie sind die stärkste Streitmacht der Ritter und das Symbol des Todes in den Augen ihrer Feinde. Wenn sie ihre Streitäxte schwingen, verblasst das Leben. Im Angesicht der Sindril ist alles Leben gleich und die mächtigen Krieger werden schließlich von winzigen Ranken hin fortgenommen. Das Leben verblasst und die grausamen Ranken wachsen wild. Okay, Doc. Was auch immer du sagst, dann begeben wir uns jetzt zur Kutsche. Okay, da sind wir wieder. Als erstes möchte ich wissen, was der Händler hat. Ob der ein neues Sortiment hat. Nö. I'm a bit too. Ja, ich bin auch ein bisschen müde. Jetzt alles gut, alles gut. Was ist mit dir? Figur der traurigen Nonne. Das hat ganz viele Widerstände, aber irgendwie nicht so wirklich, wenn sich will. I have something to look for. Mhm. Ich habe eine zerbrochene Tafel gefunden. Ich weiß zwar gerade nicht mehr wo, aber ich habe eine gefunden. I found this. This slate contains the legend of Semiroshans. The sacred totem of Semirosa guides us to the residence of God. I've heard of their story. That civilization beyond any known knowledge has fallen with the sun. Also gibt's die Sonne tatsächlich nicht mehr. Aber schon lange. Weil es ist eine ancient, eine uralte Zivilisation. Das heißt, die Menschen hier leben schon seit längerem in völliger Finsternis, abgesehen von dem Licht, was der Riese spendet. Der jetzt auch von dem Meteor durchbohrt oder zumindest gestreift wurde. Ever since I left the Blessed Land, I've been looking for clues in books. But in the end, I can't put my finger on the most critical things. As long as you can find more slates like this, you're most likely to decipher the text engraved on the bracelet. Looking for a relic of civilization that no one has ever seen. It sounds like nothing but out of this world. Viola hat ein paar neue Dinge in ihrer Sammlung. Ooh. Schimmernde Scherbe. Angriff gegen Menschen, Angriff gegen Monster, Angriff gegen Sindril. Nice. Fügt dir beim Angriff auf Gegnern selbst Schaden zu. Was? Ein Teil des Heiligtums verschifft vom östlichen Kontinent mit seinem leuchtenden Glorienstein. Glorienschein. Offenbar stammt sie aus dem gleichen Kristallstück, das in der Mine von Hadjam gefunden wurde. Sie hilft, ihren Besitzer zu schützen, ist aber äußerst zerbrechlich. Sie hilft, ihren Besitzer zu schützen? Nee, tut sie nicht. Sie macht mir Schaden. Die Rose. Gesundheit 50, Abwehr 12. Klingt interessant. Verbesserte Verteidigung bei 50% oder weniger Gesundheit. Klingt auch gut. Ein feines Schwert, das nicht nur zum Bestaunen gedacht ist. Nicht, weil es zerbrechlich wäre, sondern aufgrund des versteckten Geräts in seinem Griff. Es zeigt sich, sobald das Schwert gehalten wird und durchbohrt diejenigen, der es stehlen will. Das Schwert ähnelt seinem Namen, schön, aber voller Dornen. Obwohl seine Klinge anderen Klingen überlegen ist, will ihr Schöpfer sie nicht zu einer Waffe schmieden. Das hätte ich schon gerne dann irgendwann. Brauchen wir noch 5 von den Kristallen. 50 Gesundheit, 12 Abwehr ist schon echt nicht schlecht. Vor allem, wenn wir so wenig Gesundheit und Abwehr haben. Ich habe noch nichts gefunden. Kümmern wir uns noch drum. Finden wir bestimmt alles, hoffe ich. Wahrscheinlich finden wir nicht alles, aber ich kann es ja trotzdem behaupten. Hey, mein Dude! How's everything? Did you find something interesting? Ich habe hier ein paar alte Relikte gefunden. Ah, it seems the rumors are real. This relic seems to be working. Say it in plain language. Why this hand is a relic of the Martian? It used to be a hand of a powerful Martian soldier. In his final moments, someone used a forbidden ritual to fuse it with Sandros and made it into a weapon. The church has surrendered to hearsay that may blow up in their face. The time has changed, Terence. For the church, hearsay may not be the greatest threat. At first, Master did not want to give his hand to me until I cut off my own. Jesus. You are a lunatic. True. Only lunatics can survive in this world. Ebenfalls true. Was dich, Terence, auch zu einem Lunatic macht. Norbert hat ein paar neue Sachen.
Ich weiß nicht. Plus 1. Ich glaube, das ist neu. Crit-Rate plus 7%. Ach, es wird zerstört. Ah. I do know. Ich bin nicht so der Fan von den Sachen, die kaputt gehen können, wenn man stirbt. Oder kaputt gehen werden, wenn man stirbt. Dafür sterbe ich zu oft. Mir fällt übrigens noch was ein gerade. Wir hatten doch noch eine Sidequest offen, die wir nicht gemacht haben. Wo ist denn? Zurück zur Kapelle. Das ist das Hauptding. Finde den Ehering. In den Ruinen von Exilium wartet ein kopfloser Ritter auf die Rückkehr seiner Verlobten. Wie grausam die Liebe, doch das muss Jenny sein. Der Ring von Jenny. Das ist der Ehering für den kopflosen Ritter. Seine Frau hat ihn ermordet, wir erinnern uns. Da gehen wir mal schnell zurück. Die Quest möchte ich noch abgeben. So, junger Mann, da bin ich auch schon. Jenny, if only I could see you again. Ich hab doch den Ring dabei. Jenny. Ist das nicht der Ring, den er meinte? Warte, was? Stimmt, das ist kein Quest-Item. Das ist ein... Ist so ein Item. Aber das muss ja... Habe ich die Quest verbuggt, weil ich jetzt erst versehentlich zurückgereist bin, weil ich die Quest vergessen habe? Was, wenn Terrence hierher kommt? Jenny. Dann habe ich keine Ahnung. Dann müssen wir das erstmal noch rausfinden. Aber wir sollen auch noch in die Kapelle gehen. Das heißt, wir müssen hierhin zurück. Und ich bin fälschlicherweise zurück auf die Kutsche gegangen. Aber wir müssen ja zurück zu Benita gehen. Wir haben auch immer noch nicht rausgefunden, wie man an die eine Kiste rankommt. Da hinten im Wasser. Keine Ahnung. Vielleicht finden wir das jetzt raus. Vielleicht geht jetzt gleich ein Weg noch auf. Benita! This might take some time. Okay. This is the Seal of Jacob. It's said to be the key to the colossal grave. Teresa took the same thing away from Admina. So she did want to open the colossal grave. But for what? If what you said is true, the entrance to the colossal grave is in Katip, then that's where Teresa will go next. It's just a rumor. On this continent, there are so many rumors about the entrance to the colossal grave, that most of them are lies. Whatever. We have no choice but to try our luck there. Wait, Terrence. Bring me with you. Since Teresa is still alive, it doesn't make any sense for me to stay here. Hey, Benita schließt sich der Gruppe an. Geh nach Katip. So, da sollen wir als nächstes hin. Aber ich würde trotzdem gerne noch rausfinden, wo ich jetzt oder wie ich jetzt zu dieser Kiste da hinten komme. Ah! Okay, wir sind jetzt hier den Berg raufgegangen und von hier oben kann ich die Plattform verfehlen, nach unten springen, dann ist hier ein Gitter. Kann auf dieser Seite nicht geöffnet werden, muss ich auch noch irgendwie aufkriegen. Ist auch noch eine Truhe drin, wie komme ich denn da jetzt noch ran? What? Na, vielleicht von hier. Der muss auf jeden Fall weg. Der muss weg. Nein, 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 nein. Okay, hier geht's wieder nach oben. Ah, und dann kann ich hier runterspringen. Okay. Okay, okay. Unten ist da die Truhe. Die hole ich mir doch gleich mal. Da die Truhe, meine ich natürlich. Aber wie kommt man jetzt da noch durch? Wenn ich hier am Wasser weitergehe, gibt es da noch einen anderen Weg? Was ist hier drin? Der Ehering wahrscheinlich. Immundus! Oh, 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 oh. Oh. Da sage ich nicht nee, ne? Oh, Jesus, Funk. Stopp, stopp. Nein, ich habe gewusst, dass das passiert. Ich wusste, irgendwann würde genau das passieren. Ich habe es gewusst. Okay, heilen. Heilen. Achso, wir haben schon verringerte HP, deswegen geht's nicht. Geht's auf jeden Fall zurück. Dann muss das ja der richtige Weg sein und der mich zur Truhe führt, oder? Aber hoffentlich ist hier jetzt auch... Hier ist der Händler. Ist hier vielleicht der Ehering drin? Please? Maybe? Schwarzwassertrümmer. Oh! Damit können wir irgendwas upgraden. Das hat man noch gar nicht gefunden. Ja, ja. Komm. Nicht existierende Stiefel. Dämpft das Geräusch von Schritten. Ausdauer, Verstand.
Immundus, Formel, Gegengift, brutale Gewalt, Giftfriem, zerbrochener Schild, alter Schwertgriff. Die Immundus will ich auf jeden Fall haben. Alle. Danke. Und ansonsten 875 Knochen. I don't know. Nadu. Gegengifttrank. Verbessert für 30 Sekunden den Angriff. Ja. Ist vielleicht nicht so bad, das zu haben? Fragezeichen. Damit kann ich jemanden vergiften. Das klappt eh nicht bei Bossen. Haben wir gesehen, wie langsam das aufbaut. Aber meine Frage bleibt bestehen. Wie oder wo ist der Ehering? Muss ich vielleicht nochmal oben zu dem Bossfight gehen? Dann hoffe, dass da jetzt was anderes ist. Also vielleicht ist da jetzt die Jenny gespawnt, auch als kopflose Dame dann. Wer weiß. Willst du jetzt vielleicht den Ring haben? Jenny, if only I could see you again. Okay. Keine Ahnung, dann weiß ich nicht, warum ich den Ring nicht abgeben kann. Wenn ihr wisst, warum ich den Ring nicht abgeben kann oder was ich tun kann, damit ich den Ring abgeben kann, schreibt es in die Kommentare. Und dann sage ich jetzt hier nämlich erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, werden wir uns dann auf nach Khatib machen oder K-Tip oder wie auch immer dieses Kaff heißt. Wahrscheinlich eine große Stadt, aber es ist trotzdem ein Kaff. Und ich freue mich, wie immer. Und ich würde mich übrigens, ja wie gesagt, ich würde mich halt einfach über einen Kommentar freuen, warum ich den Ring nicht abgeben kann. Oder ob das gar nicht der richtige Ring ist. Vielleicht muss ich ja noch was anderes finden hier. Keine Ahnung. Schreibt es auf jeden Fall rein. Ich nehme jetzt noch eine Folge auf. Und dann vielleicht noch eine. Muss ich gucken, wie es zeitlich klappt. Ich brauche Folgen, sonst haben wir eine Lücke. Das wäre schlecht. Bye!